Was geht? Ja, der Arthur ist mal wieder am Start. Auch heute mal mit einem kleinen Commentary wieder hier auf dem Kanal. Jo, das ist ein 21:3. Gerade vor mir gespielt, wirklich 5 Minuten hier vor. Also ich habe gerade noch was zu trinken geholt und dann, jo, ich hatte einfach mal Bock auf ein Video. Wie gesagt, ich werde keine Risiko-Gameplays bringen, wahrscheinlich nicht. Ich könnte es machen, aber ich hätte einfach keinen Bock drauf. Ich meine, das ist einfach nur schnell kommentiert jetzt. Wenn ihr einfach mal Bock habt, ein Video zu machen, bisschen momentan zu lernen, ein bisschen was zu erzählen und ja, dann legen wir schon los. So, hier einmal ist mal gestorben. Ich werde natürlich meine ganzen Kills erreichen, ist klar. Auf jeden Fall heute Schule war ganz kurz nicht letzter Schultag. Es ist jetzt endlich sind Weihnachtsferien. 2 Wochen. Schön chillen. Das ist richtig cool. Wir haben die Kontrolle verloren. Oh, das freut mich auf jeden Fall. Was steht jetzt so in nächster Zeit an? Erstmal wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Guten Rutsch, also lasst euch reich beschenken so an Weihnachten. Und kommt gut ins neue Jahr. Von mir das Beste auf jeden Fall. Und ich hoffe, das neue Jahr wird gut starten. Auf jeden Fall. Was ich euch heute erzählen will, ist, kennt ihr so Leute? Ja, ich war früher auch gehört so da, so den Leuten, die halt gerne Stress suchten, also nicht Stress im Jungen, also die halt gerne provoziert haben, aber ich habe jetzt so mit der Zeit gemerkt, nee, das ist nicht so geil, nee, das mal nicht machen. So, danke der Floyd hier so gesagt, erzieht euch die Camper rein, also die merken es nicht mal, Alter, und trotzdem, ja, ihr musst nur seine Waffe schnappen, weil ich keine Money mehr hatte. Auf jeden Fall, es gibt halt Leute, die, einfach nur darauf aussehen, ja, gut, wenn ich jetzt mit meinen Kumpels irgendwie so einen Abend so bei denen rumhock und so und wir gammeln ein bisschen, dann machen wir halt Spaß, ey Alter, ich hau die drauf, Maul oder so, und das ist halt nur aus Spaß, aber es gibt halt Leute, die kommen auf der Straße zu dir, also zum Beispiel, ich hab nichts gegen Förderschulkinder, ganz ehrlich, also ich hab ein guter Bekanntes von mir, der geht auf die Förderschule, der ist voll sozial, oder ging auf die Förderschule, ja, hier treffe ich gerade noch so mental nicht. Und ich hatte keine Zeit zum Nachladen, also kaum, wurde ich schon gleich weggespielt. Auf jeden Fall, ich bin letzte Woche an der Förderschule vorbeigegangen und da stand so ein Typ, ungefähr so groß wie ich, ich weiß nicht, wie alt er war. Ich gehe an vorbei oder so, guck so gerade so in seine Richtung und dann höre ich so, ey, was guckst du so behindert, ey? Scheiß, Japaner oder was er zu mir gesagt hat, auf jeden Fall so, was so total cool, ich bin Rassist und so, ne, krass, ne? Und, ja, ich hab gesagt, das ist dein Problem. Ne? Und, ja. So, du bist mein Problem, was bist du, Alter? So richtig krass, Haftbefehlsprache natürlich. Beste Bildung, die er genossen hat. Die er je genießen hat, ja. Mein Deutsch ist wieder egal. Die er je genossen hat, so. wird wahrscheinlich nie wieder Bildung genießen. Auf jeden Fall kommt er zu mir. So, was glaubst du, mich so blöd an? Du hast mich doch blöd an, Alter. Und dann, wenn es verbal ist, damit kann ich leben. Ich meine, ich mache auch Kampfsport und so. Und wenn es verbal ist, dann kann ich damit leben. Und wenn er mich anpackt, dann geht's zu weit. Und das hat er gemacht. Und ich bin nicht der Typ, der gerne zuschlägt oder als Erster zuschlägt oder allgemein irgendwas mit. Wenn ich jetzt mit meinen Kumpels irgendwo rumrangel, dann ist es was anderes. Ich meine, das ist meine Freunde. Wenn wir dann so auf Spaß ein bisschen bam bam so. Dann ist es was anderes. Aber wenn ich jetzt so einen Typ anlabert, aber er hat schubst mich halt und ich hab's zurückgeschubst und er ist halt aufs Maul geflogen. Hatte dann so einen schönen Spruch von der am Maul. Und ich wollte eigentlich nur eine Paysafe Card holen gehen. Nur eine Paysafe Card. Um mir Daisy Standalone zu kaufen. Nein, du kannst jetzt nicht mehr rauf. Ich hätte mich jetzt weiter angepackt und hätte, weiß ich, sonst was gemacht, aber
immer so eine Sache, wenn du jetzt ankommst und sagst nachher, ja, ich mache seit 8 Jahren Kampfsport und ja, hier ist mit der Sport schon das einzige Feld, ich stand genau vor ihm, schießen ab und trifft nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt ist Kampfsportler, irgendjemand haust und ja, aggressiv, wenn sich dann noch herausstellt, du spielst Ball, ich spiele, der ist voll da, ich konnte gar nicht wissen, was er macht. Ja. Und ja, so viel dazu, aber was ich auch. Ich wollte letztes Jahr im Sommer einfach nur mal Fahrrad fahren. Da kam, war auf, bin, also bei uns gibt es ja immer so in unserer Stadt so ein Münzfest, also ein Volksfest oder Kirmes oder wie man es nennen will. Und ja, da treffen sich halt die ganze Stadt so und da kommen halt ganz viele Leute hin, viele Jugendliche unter 14 sogar manchmal trinken, ordentlich was. Und dann, da war ich 15 und da kommt so ein 13-Jähriger zu mir, hey, was kannst du mir und pack mich so an? Hä, was ist denn dein Problem? So, sag ich, einfach weg, so kann man auch Konflikt lösen. Auf jeden Fall, jetzt möchte ich euch fragen, kennt ihr diese Typen, die halt einfach nur Stress suchen und euch anlabern, also so große Fresse und nix dahinter? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben oder ihr könnt es einfach mal drüber nachdenken. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, und ja, kommentieren, abonnieren, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, wenn ihr Bock auf mehr habt natürlich, und ja, wie gesagt, schöne Weihnachten, frohes Neues, ja, haut rein.